What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel Binding of Isaac, WOTL. Heute als Eve mit, meiner Meinung nach, den sinnlosesten Items im Spiel, weil Dead Bird nichts bringt und Whore of Babylon nichts bringt. Dementsprechend, und wir haben natürlich weniger Damage und weniger alle Stats. Dementsprechend, yay. Doch, komm schon, Scheißspinne. Du willst es doch, du willst doch sterben. Nun hoffen wir mal ein bisschen, dass wir gute Items finden von Anfang an. Ein Schlüssel, super. Super, super. Und, Pieper. Warte, war das nach hinten schießen oder war das das Ding, was durch... Nee, das war nach hinten schießen. Polly. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da leckt mein Spiel sich aus. Und ich habe gerade in die Datei reingehört. Entschuldigt diesen Schrecken. Entschuldigt bitte. Ich habe mich gerade selbst sehr erschrocken, als ich das gehört habe. Auf jeden Fall, Polyphemus gehört mit zu den besten Items im Spiel. Ich habe großes Glück, dass ich das von Anfang an gefunden habe. Damit lässt sich eine Menge Unsinn anstellen in dem Sinne. Und eine Menge Schaden anrichten. Wenn ich denn jetzt noch ein bisschen Glück habe und noch ein paar Bomben finde, dann bin ich sogar noch sehr glücklich. Glatteny. Glatteny! Essen ist fertig. Ach, scheiße. Komm schon. So mit 11 Damage, die wir machen. 11. In, ja, Etage 1. Das ist auf jeden Fall respektabel, möchte ich sagen. Und goddammit, das ist traurig, dass ich das alles zurücklassen muss. Aber naja. Mit Polyphemus habe ich da absolut kein Problem mit. So, dich werde ich jetzt erstmal wegficken. Komm her. Mach dich kaputt. Ganz schnell, ganz einfach. Na, okay, fliegen. Ein bisschen nervig. Bisschen ist, glaube ich, ganz gut. Ah, es geht ja zumindest, der Schuss geht durch eine Fliege durch, macht dann die Hälfte Schaden. Glücklicherweise. Und kaputt. Haha. Ist doch mal eine super erste Runde hier. Mom Seals ist ein Range-Up. Genau, Range-Up. Naja, ich habe mir jetzt was Besseres vorgestellt. So ein Damage-Up wäre schon ganz nett. Oder so ein Speed-Up vor allem. Gerade so ein Speed-Up wäre richtig nett. Okay. Tür. Telepathie für Dummies. Ah. Lässt meine Schüsse auf die Gegner einpreschen und zwar automatisch, dass sie, also zielsuchend in dem Sinne hier, whip, wie auch immer es gerade nochmal richtig hieß, ich weiß es nämlich gerade nicht. Nun ja, alle zwei Räume aufgefüllt. Zumindest für mit Polyphemus lässt sich das doch noch ganz gut benutzen, ehrlich gesagt. Ich habe das eigentlich immer so als schlechtestes Item im Spiel abgetan. Jetzt, wo ich es benutzen muss, erkenne ich seine, naja, erkenne ich seine Qualitäten. Sagen wir es mal so. Seine Vorteile werden zu übertrieben. Sagen wir, ich erkenne seine Qualitäten. Naja, gucken wir mal. Fliege. Ich habe viele Fliegenräume momentan. Ist das Zufall oder will mir da jemand was Gutes? Noch ein Schlüssel. Okay. Auch eine Fliege. Auch wenn es zu groß ist diesmal. Na, komm. Und? Naja, immer keine Fliegen. Hurra. Aber trotzdem. One-Hit-Gegner. Also ich liebe Polyphemus gerade. Weil ich so hohen Damage mache. Nur finde ich keine Bomben. Ich fasse es schon wieder nicht. Das ist wahnsinnig Pech, was ich hier habe. Und, oh no. Nichts, was ich gerne wollte, ehrlich gesagt. Na komm, Bootsy. Mach doch alles kaputt. Ich weiß doch, dass du es willst und kannst und immer tust und du nicht auf mich hörst. Oh, knapp. Oh, doch, nicht knapp. Na, erstmal den Großen hier. Der ist kaputt. Haha. So, leider kriege ich jetzt so ein Cube of Meat, was zwar ein nettes Schutzschild ist, aber... Ah, und noch ein blauer Felsen hier unten übrigens. Leider, leider. Ah. Sieht nach einer interessanten Runde aus, wo ich viele Möglichkeiten einfach weglassen muss, weil ich keine andere Wahl habe, leider. Boah, der ist nicht One-Hit, oh mein Gott. Ah! Und nur Geld. Ich brauche Bomben, Leute. Bomben. Schon mal gehört. Auch noch mehr Fliegen. Ich fasse es nicht. Wie gesagt, viele Fliegenräume momentan. Eine Bücherei. Wenn ich den zweiten Schlüssel finde, gehe ich auf jeden Fall in die Bücherei. Denn ein anderes Buch wäre schon nett und wäre auch gut möglich in dem Sinne.
vor allem ein besseres Buch mit Unbesiegbarkeit oder Damage. Gerade Unbesiegbarkeit wäre absolut mega geil. Bomben! Yes! Danke! Ich wusste doch, du sorgst dich manchmal auch mal um mich. Nicht immer, aber zumindest zwischendurch mal. So wie die nette Tante von nebenan. So, eins und... Willkommen! Mach für Eve auf, danke. Kein Schlüssel. Oh, nein, bin ich doof? Naja, okay, ich bin doof, aber... gerade im Moment nicht. Kaputt, kaputt. Oh mein Gott, Loki's Horn, nee, Curved Horn. Mehr Damage, mehr Damage. Und sein erstes Damage Upgrade, also neben Polyphemus halt, aber wow, das dürfen jetzt um die 13 Schar sein. Wenn ich es denn sehen würde, komm, Schlüssel, bitte. Ah. Ich brauch zwei Bomben, um an die Bomben ranzukommen, nicht zähle dumm. Ich hab gedacht, ich hätte nur eine Bombe, ja. Dankeschön. Bombe, Bombe, Bombe. Und... oh, süß. Seid eingesperrt für immer in eurem Käfig. Und ich treffe euch nicht in eurem Käfig. Ach, komm schon. 13, 2, 5 Damage. Heide Witzka. Und das sind Bomben. Interessant. Jetzt kommen die Bomben. Nee, Mr. Boom. Will ich Mr. Boom? Ich werde mal was versuchen mit Mr. Boom und holen wir gleich das Telepathiebuch wieder. Denn das Telepathiebuch ist mir ehrlich gesagt lieber als Mr. Boom. Okay, das ist... nee, oder ich versuch's lieber bei der Bücherei. Das könnte nämlich auch gut möglich sein. Komm schon, sei es die Bücherei, bitte. Ah, schade. Ich versuch's trotzdem noch einmal hier oben. Ja, da oben. Okay, paar Münzchen. 19 Stück, das heißt, wir können nächste Etage in den Shop gehen. Was wir auch tun werden, denke ich, wenn wir dann noch mehr Schlüssel finden. Weil, also itemmäßig hatte ich schon, also normale itemmäßig hatte ich schon mehr Glück. Allerdings, ja, wie man sieht, mit dem ganzen anderen Zeugs, Polyphemus und Low und Curved Horn. Allerdings jetzt der Boss mit 1,5 Leben. Mutig, möchte ich sagen. Sehr, sehr mutig jetzt. Und das ist sicherlich Piep. Und bei Piep werde ich sterben. Weil Piep ist immer bei mir schon ein Problemboss gewesen. Pestilenz. Das ist ein Segen jetzt gerade, ehrlich gesagt. Ein richtiger Segen. So, einfach ein bisschen so und ein bisschen so. Geht aber noch mehr. Sehr viele Gegner jetzt im Moment. What a horrible night! Der ist nicht One-Hit gewesen. Ich bin tot. Oh mein Gott, ich bin so tot. Oh mein Gott! How did I just do that? Wie habe ich das jetzt eben gemacht, bitte? Leichte Panik macht sich breit bei mir. Wenn ich das mal so sagen darf. Sterb jetzt einfach. Oh, danke, hat Leben gedroppt. Danke! Zweiter Meat Cube. Wieder 1,5 Leben. Völlige Panik, ehrlich gesagt. Und wir gehen runter. Oh Gott, ja. Da oben gehe ich jetzt nicht lang. So, kaputt. Dankeschön. Und nochmal zwei Bomben. Endlich mal wurde ich mal nicht von den explosiven Dingern getroffen. Das ist eigentlich immer so eine immer Sache bei mir, dass ich getroffen werde. Oh, fick dich doch. Nicht gut geplant. Prostitution. Okay, Bombe. Schlüssel bitte. Oder hier leben. So ein Life-Upgrade wäre richtig nice, würde ich doch mal fast sagen schon. Findet ihr nicht auch? So langsam. Dankeschön. Nichts bekommen. Auf in den Arcade. Oh mein Gott. Dankeschön. Bis 15 spiele ich.
Nee, bis Schlüssel spiele ich. Ist mir scheißegal. Bis 15 spiele ich. Ich brauchte genau 2 Schlüssel. Und noch eine Pille. Bitte. TSA-Pille. Yes. Fliege. Leider, leider. Ah. Mach dich erstmal kaputt. Du rückst mir noch ein Leben raus. Okay. Nicht das, was ich erhofft habe, ehrlich gesagt. Wir gehen erstmal umgucken. Wir gehen uns erstmal umgucken. Meine Shop-Item für 15 Münzen wäre doch jetzt auch schon recht nice. Oh Gott. Der hat das gerade gesehen. Oh mein Gott. Okay, der Raum war fertig. Ich wollte mich gerade aufregen. Das war so richtig aufregen. So richtig aufregen, wie es sich ein Sofa hat aufregen würde. In so einem Moment. Also, wie immer eigentlich. Wieso habe ich die jetzt eigentlich kaputt gemacht? Die hat rechts jetzt irgendwie weiter. Keine Ahnung, ob ich das jetzt gerade im Kopf hatte. Okay, bitte, bitte, einer von den Räumen jetzt. Itemraum oder Shop. Ich sage mal Münzraum, ich weiß nicht warum. Sitzt so drinnen. Faszinierend. Come on, danke. Kiste. Mit Geld. Was ich gleich wieder verspielen kann. Nein, ich weiß. Die erste Explosion in einem Raum ist immer größer. Dankeschön. Und beide nebeneinander. Mit der Batterie. Entschuldigt. Ich habe jetzt heute schon ein bisschen mehr aufgenommen. Mein Hals tut so langsam weh, ehrlich gesagt. Schon heftig, sage ich mal. So. Batterie immer mitnehmen. Warum man das Ding nicht mitnehmen sollte, keine Ahnung. Schubdawup. Wäre hoher Schaden. Aber auch nicht irgendwie... Also ich habe hier nicht die Items, die ich gerne möchte in den Räumen, ehrlich gesagt. Schubdawup wird aber, denke ich, mitgenommen, weil... Das ist hoher, einmal hoher Schaden und dann ist es relativ nice. Und nur mal zum Testen. Nein. Ja. Nein. Okay. Auch mal möglich. 4 Münzen zum Ausgeben. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch jetzt tun, weil mit einem Leben rumzurennen ist dann doch ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig. Bitte gib mir ein Lebensupgrade. 2 Schlüssel, dankeschön. Nichts und Fliege. Ihr habt eure Gunsten bei mir verwirkt. Da, danke. Und Dankeschön. Andersrum hätte es mir zwar besser gefallen, aber okay. So, Quicker Recharge, Schubdawup. Das ist doch, damit lässt sich doch vielleicht was machen. Ich betone den doch vielleicht. Mal gucken. Ja. Jetzt auf jeden Fall. Hier gehe ich komplett auf Nummer sicher bei den Dingern. Dann baller ich lieber einmal meinen Schubdawup raus und hab das im übernächsten Raum wieder. Oder keine Ahnung. Und überlebt dafür diesen Raum, ohne Damage zu bekommen, was mir sehr, sehr mehr gefällt. So. Okay. Muss kaputt gehen, danke. Einmal hören sie auf mich. Ganz sneaky übrigens hier gerade die Gegner. Na, und... Kaputt! Okay. Die müssen kaputt gehen, und zwar schleunigst. Na, einmal getroffen worden. Nicht zu verhindern in dem Fall. Dafür war das einfach... Vor allem, wie schnell die gerade geschossen haben. Piu, piu, piu. Hab ich auch noch nicht erlebt bei den Dingern. Hatten die gerade ihre sexuelle Hochphase oder was soll das gewesen sein? So, ein Leben... Und ein Boss vor uns. Und ja, warum auch immer das jetzt da... Ah, fick dich doch. Nun ja, für die erste Runde leider sehr, sehr kurz. Leider sehr... Tut mir sehr, sehr leid in dem Fall, aber... lässt sich nicht ändern, vor allem wenn ich Eve spiele, weil Eve ist, hat einfach so schlechte Grundwerte. Das ist ja das ganze Problem an Eve. Und so, wenn wir uns das mal angucken hier...
Eve hat nur ein bisschen die Geschwindigkeit, aber hat ein Schaden, ein Herz und wie gesagt, die Upgrades sind einfach absoluter Müll, meiner Meinung nach. Mit Eve ist mehr nicht drinne bei mir. Trotzdem soweit erstmal, ihr wisst ja, kommt hier liken, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.